Willkommen zu Rosas Biografie mit Rosa Alexandra, der größten Drecksau im deutschsprachigen Europa und dem lieben Coco. Coco lieb? Ja, der Coco, der ist lieb. Ja, es gab so viele Fragen. Mensch, Rosa, wo kommst du eigentlich her? Was hast du damals gemacht? Was machst du heute? Und was ist geplant? Ja, sehr, sehr viele Fragen, auf die ich jetzt hier schonungslos eingehen werde. Sorry, ihr fragt euch bestimmt, woher hat die Rosa das und für was braucht sie das? Ganz einfach, ich habe hier meine Dusche repariert, beziehungsweise hier, dieses Teil hier war undicht, ja? Jahrelang konnte ich nicht richtig duschen, aber damit ist jetzt Schluss, ja? Damit ist Schluss. Diese Dusche ist schuld, dass ich zu einer Drecksau geworden bin. Aber damit ist jetzt heute Nacht Schluss, denn da werde ich zum ersten Mal duschen. Ja, mit Klamotten, damit ich endlich mal wieder neue Klamotten anziehen kann, weil sie so kleben. Ja, scheiß drauf. Ja, ist doch nun mal so. Also, zu mir. Ich wurde geboren am 18.11.1973 in Freiburg im Breisgau. Und es war Volkstrauertag, ja. Ein Sonntag, ich bin ein Sonntagskind, das sieht man ja auch. Ja, hier, engelsgleich, ja. Und Kaiserschnitt war vonnöten, damit ich das Licht der Welt erblickte. Ja, sieht man. Und ja, dieses Jahr ist ja auch wieder der 18.11. und wieder Volkstrauertag und wieder Sonntag. Und dieses Jahr möchte ich feiern mit meinen Fans. Also schreibt mich an, wenn ihr mich besuchen wollt, dann feiern wir hier auf dem Scheißhaus. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr Platz außer Scheißhaus. Und es gibt Essen satt, ja, Aschebrot, Kelloggs aus der Kloschüssel und noch viele, viele andere Leckereien. Also, kommt vorbei, schreibt mich an, bewerbt euch und dann kann's hier losgehen. Ja, ich war auf der Schule in Hartheim, in Bremgarten und Bad Krozingen und hab's bis zum Abitur geschafft und war auf der Musikschule in Mitte der 80er Jahre, war ich Vize-Europameister an der elektronischen Orgel. Ich habe auch Posaune gelernt, Tenorhorn, Baritonhorn und, ja. Ich habe viele, viele Auftritte gegeben. Ja, gelernt habe ich Kunststoffformgeber und danach war ich als Lokführer und später als Zugchef bei der Deutschen Bahn tätig. Meine Hausstrecke war Basel-Badischer Bahnhof, Köln oder auch mal Hamburg, München, Wiesbaden, Dortmund, ja. Also, ich habe sehr, sehr viel von Deutschland gesehen, konnte aber dieses Hobby nicht weiter ausüben, weil ich schon seinerzeit sehr, sehr viele Auftritte zu absolvieren hatte. Als Rheintal-Duo, als Alleinunterhalter, bis zur 8-Mann-Kapelle, ja. Alles gemacht, was es gab. Und bis zu 260 Auftritte, muss man auch noch dazu sagen, ja. Also, wahnsinnig. Bis zum Jahre 2000. Und dann bekam ich Probleme mit meinem rechten Ohr. Laute Lautstärken nicht mehr auszuhalten. Ja? Und ich musste mich von der Kunst, also Musik, erstmal verabschieden. Und das war scheiße, weil dann war ich mittellos. Tja, und damit ich mich weiter finanzieren konnte, hatte ich eine blöde Idee. Ich habe Internetbetrug gemacht und kam in den Knast. Ein wahnsinniger Abstieg, ja, ein wahnsinniger Abstieg und habe danach, nach der Entlassung, weiter herumgetümpelt und war dann aber irgendwann auch beim Theater beschäftigt als Schauspieler und hatte dann leider später einen Schlaganfall, 3 Finger taub, 3 Zehen taub, somit musste ich mich auch von der Schauspielerei verabschieden und hätte auch nie wieder künstlerisch was getan, wenn nicht jemand gesagt hätte, Mensch, Rosa, mach doch wieder was. Ja, du bist doch transsexuell, tritt als Rosa Alexandra auf. Und da hatte ich die Idee mit Tattoos, mit Challenges, Musikvideos und. Und ihr wisst ja, Frauentausch, Köln 50667. Ich habe in der Zwischenzeit über 70 Songs produziert und ja, nächstes Jahr bin ich übrigens zu sehen bei MTV, weltweit, mit Challenges, ja. Also, es geht voran. Und, ja, was gibt's noch zu Rosa Alexandra zu sagen?
Ich suche immer noch jemanden, der mich filmt für Challenges, ja, weil es macht einfach nicht so viel Spaß, hier auf dem Klo zu filmen und eine Challenge aufzunehmen. Ich möchte auch mal wieder draußen was machen. Also, wenn hier jemand aus Berlin ist und sagt, Mensch, Rosa, ich kann 15 Minuten mal in der Woche dafür opfern und nimm dann dein Handy oder dein Camcorder und filme dich, das wäre super. Meldet euch, ich brauche dringend Hilfe, ja. Ich brauche auch ein Management. Ich brauche Leute aus den Medien, die sagen, Mensch, Rosa, du hast es verdient, weiterzukommen. Also, meldet euch bei mir und damit wir weiter und noch größer durchstarten können. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ich bin Musikproduzentin, ja. Also ich schreibe meine Songs alle selbst. Texte, Melodien, die Beats spiele ich ein mit Keyboards, ich singe die ganzen Sachen ein, mische ab, mastere das bis zum Endprodukt. Ich schaffe es, wenn ich möchte, innerhalb von 2 Stunden einen kompletten Song aus der Wiege zu heben. Komplett alleine. Und ich fordere alle Produzenten auf zu einem Battle. Zum Beispiel Dieter Bohlen. Ja? Aber der Dieter Bohlen müsste das nicht alleine machen. Er dürfte 2 Leute noch zur Hilfe nehmen, damit das überhaupt zu Potte kommt. Oder beziehungsweise alle anderen Produzenten fordere ich genauso heraus. Ihr könnt natürlich Hilfe dazu nehmen. Und wer den besten Song innerhalb von 2 Stunden produziert hat, hat gewonnen. Wenn ihr natürlich länger braucht, habt ihr das schon von Haus aus verloren. Ja, da muss also fertig produziert sein und radiosendefähig. Ja, was gibt's noch zu sagen? Bin schon fa auf fast alles Mögliche eingegangen, ne? Ja, es gab Mobben letztes Jahr, die hätten mir fast alles Mögliche versaut, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ja. Ich habe Talent, ich habe Fans und deswegen mache ich weiter, obwohl ich immer wieder aufhören wollte. Aber heute habe ich wieder einen Song mir angehört, den ich vor wenigen Tagen aufgenommen habe. Den kennt ihr noch alle nicht, ja. Da geht's so: Ich gebe nicht auf. Trotze jedem Orkan, den Sturm besiegen, weiterfahren. Ich gebe nicht auf und laufe nicht weg und lande ich im Schlamm und Dreck. Immer wieder nehme alles in Kauf, ich gebe niemals auf. Ja, demnächst kommt daraus als Musikvideo und ja, was gibt's noch zu sagen zu Rosa Alexandra? Eigentlich sehr, sehr viel. Mir fällt gerade nichts mehr ein. Und ich denke mal, wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann stellt die bitte und ich werde sie im nächsten Videoblog beantworten. Bis denn, eure Rosa. Tschüss.